So Leute, was geht Leute? Das war ja behindert. So Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ganzjährig für euch am Start. Heute mal mit einem ganz gewöhnlichen Daily Drive. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ich habe gerade einen Freund getroffen, beziehungsweise sein Auto. Wie gesagt, ein ganz normaler Daily Drive. Ich hoffe, ihr musstet nicht zu lange auf sowas warten, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob euch sowas gefällt. Schreibt mal bitte unten in die Kommentare, ob ihr gern mehr Daily Drives sehen wollt. Ich nutze jetzt die Gunst der Stunde, weil ich ein paar Sachen einkaufen muss für meine Freundin, beziehungsweise für uns beide. Ich bin einfach nochmal aufs Motorrad geschwungen, als jetzt das Auto zu nehmen. So, die Leute wollen wir da nicht erschrecken. Ich möchte noch mal ein bisschen aufgreifen auf das letzte Video. Da gab es ja mehr oder minder ein paar Diskussionen zu. Und ich finde es jetzt auch gar nicht weiter schlimm. Jeder darf seine Meinung hier preisgeben. Ich finde das ja cool, wenn man darüber diskutieren kann. Und ich bin jetzt der Meinung, dass ich nichts Falsches gemacht habe. Jeder hat das irgendwo bestimmt mal gemacht. Ich feiere so nicht rum. Ihr merkt es ja jetzt. Man wird es hören. Das ist kein Vergleich zu der Tatsache, dass die DB-Killer draußen waren. Aber an und für sich, selbst wenn die DB-Killer drin sind, finde ich den Klang super, super in Ordnung. Richtig, richtig cool. Wenn ich hier mal ein bisschen... Das ist schön kernig. Aber nicht zu aufdringlich. Gefällt mir richtig gut. Gerade beim Abtouren blubbert die so schön. Klar, die explodiert jetzt nicht so krass, wie wenn die DB-Killer draußen sind. Aber das soll sie auch gar nicht. Lasst mich mal wissen, wie ihr das finden würde, wenn mehrmals die Woche so kleine Daily Drives kommen würden. Klar, die hätten dann einen weniger anspruchsvollen Schnitt, würde ich mal behaupten. Die wären halt nicht so aufwendig. Genau, die wären halt nicht so aufwendig. Einfach so ab und zu mal, wie jetzt, mal irgendwas erledigen. Dabei könnt ihr mich begleiten. Die ein oder andere Geschichte gibt es dann bestimmt zu erzählen. Beziehungsweise wie heute jetzt mal das Thema zu der Aktion beim letzten Video. Lasst mich einfach mal wissen, wie ihr das finden würdet. Denn das ist echt nicht viel Arbeit, da eben nicht so viel geschnitten wird. Oh, die Sonne ist ja heftigst geil. Oh, ich mag es hier einfach. Hier ist so leer abends. So, da sind wir auch schon, um euch das nochmal zu zeigen. Meine kleinen hübschen DB-Killer sind drin. Das bleibt auch so. Das wird sich auch nicht mehr ändern. Die werde ich nicht mehr rausmachen. Das war wirklich einmal nur zum Gucken. Jetzt lehne ich erstmal auf meinen schönen Spickzettel, was meine Freundin mir so geschrieben hat. Ich habe nämlich keine Ahnung, was ich einkaufen soll. Zwei Schafskäse, Peperoni, Mozzarella, Sekt, Baguette, kriege ich hin. Und dann sehen wir uns gleich wieder.
So, Leute. Ich glaube, ich habe alles. Ich glaube, ich habe alles. Aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob mein Rucksack zu ist. Ich muss noch mal gucken. Das wäre nämlich blöd. Extrem blöd, wenn mir der Scheiß da hinten rausfallen würde. Das ist generell immer so. Ich bin immer der Meinung, dass ich meine Taschen nicht richtig zu habe. Alter, bin ich jetzt zu blöd? So, das Ganze ist schon besser. Nochmal. Generell auch immer das Problem, ob ich die beschissene Tür auch zugemacht habe. Wenn ich das Haus verlasse, ob ich den Herd ausgemacht habe, ob ich die Katzen nicht in der Küche eingesperrt habe. Keine Ahnung, ob da was falsch bei mir ist, aber ich muss da 100 Mal nachgucken. Naja, gibt Schlimmeres, oder? Ich möchte jetzt nochmal einen Kommentar aufgreifen vom vorletzten Video. Da hat mich jemand gefragt, tut mir leid, ich weiß seinen Namen gerade nicht mehr. Mich wurde gefragt, wie ich eigentlich so zur Arbeit komme, ob ich noch einen Autoführerschein habe, wie das Ganze dann so funktioniert. Ich kann es sagen, ja, ich habe einen Autoführerschein, ich habe auch ein Auto. Das teile ich mir mit Miss Ganzjährig. Aber grundsätzlich im Sommer und wenn es warm ist, fahre ich mit dem Motorrad zur Arbeit. Deshalb ja auch der Gedanke mit den Daily Drives, die öfter kommen sollen für euch. Ihr sollt ja auch davon profitieren. Und was ich aber sagen kann, klar, Motorradfahren ist zwar das Geilste der Welt, wirklich das Allergeilste. Wer Motorrad mit Leib und Seele fährt, der fährt gerne damit zur Arbeit, auch wenn es mal ein bisschen kälter ist. Doch wenn ihr kurze Strecken fahrt, ist es nicht unbedingt gesund für euer Motorrad. Ich brauche jetzt so 20 Minuten, ne? Und wenn es ganz kalt ist, dann wird mein Motor auch nicht wirklich richtig warm. Also da müsst ihr schon aufpassen, da müsst ihr euren Motor ein bisschen schonen, nicht ganz so in den Begrenzer jagen. Beziehungsweise ihr seid froh, glaubt's mir, wenn ihr im Winter die Möglichkeit habt, einfach 4 Deifen unter dem Hintern zu haben und nicht darauf angewiesen sein müsst, bei Wind und Wetter mit dem Motorrad durch die Gegend zu fahren. Allein schon zu wissen, ich muss es nicht, ich kann heute einfach sagen, nö, ich fahre jetzt mit dem Auto, das ist schon Luxus, den ich mir auch eigentlich nicht mehr nehmen lassen wollen würde. Aber es gibt halt wirklich genug, die tagtäglich das ganze Jahr wirklich mit dem Motorrad unterwegs sind. Klar, wenn ihr dann in Höhenlagen seid, wo wirklich viel Schnee fällt, dann habt ihr natürlich gelitten im Winter. Wir haben hier das Glück, bei uns in der Bergstraße in Südhessen, dass wir eigentlich relativ befreit sind von diesem Schneechaos. Wir haben sehr wenig Schneetage im Jahr. Deshalb ist es eigentlich reduziert auf den Faktor, mir ist kalt oder es ist übelst nass. Selten, dass es bei uns richtig glatt wird. Aber es ist halt auch eine Gemütszustandsfrage, ne? Möchte ich jetzt wirklich unbedingt mit dem Ding fahren, mit dem Motorrad bei Wind und Wetter jeden Tag, mal einen schlechten Tag erwischt? Das kommt alles dazu. Und glaubt mir, dann seid ihr einfach so mega froh, dass ihr ein Auto habt, um den Ganzen aus dem Weg zu gehen. Also im Großen und Ganzen ist das meine Einschätzung. Wenn ihr ein Auto habt, ist es cool. Wenn nicht, ja, kommt drauf an, wie ihr drauf seid. Kann gut, kann aber auch schlecht sein. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen. Daily Drives zu Ende, ich bin gleich zu Hause. Macht's gut, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video. Lasst mal wissen, ob euch die Daily Drives so gefallen. Die würden echt oft kommen, so bestimmt 2 bis 3 Mal die Woche. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.